Ja, meine Damen und Herren, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie denn TTIP aussehen sollte, damit vielleicht auch große Teile der AfD ihm zustimmen könnten. Denn ich glaube, es gibt doch eine große Zahl von Mitgliedern, die diesem sogenannten Freihandelsabkommen sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen. Und ich sage mit Absicht sogenanntes Freihandelsabkommen, weil auch da wieder gilt, es ist nicht immer drin, was draufsteht. Und weil dieses Freihandelsabkommen eben mitnichten nur den freien Handel betrifft. Denn wenn es nur um freien Handel ginge, dann wäre uns schon viel damit geholfen, wenn wir schlicht damit anfingen, einige Zölle einfach mal abzuschaffen. Und das geht ja viel einfacher, als mit einem so umfangreichen Abkommen wie TTIP es werden soll. Nun, ich fange mal damit an, was TTIP uns angeblich bringen soll. Nämlich rund 0,4% Wirtschaftswachstum über die kommenden 10 Jahre, also 0,04% Wirtschaftswachstum über die kommenden 10 Jahre, also insgesamt 0,4% Wachstum des Bruttoinlandsproduktes. Sie sehen also, es geht eigentlich um gar nicht viel, denn wir haben schon mit sehr viel kleinerem Aufwand deutlich mehr Wirtschaftswachstum erzielt. Und trotz dessen wird das Ganze in der öffentlichen Diskussion zu einer Frage des: Sind wir für Freihandel oder sind wir dagegen? Und das ist es nicht, und das möchte ich Ihnen an einigen Beispielen verdeutlichen. Ich fange mal mit etwas an, was eigentlich mit dem wirtschaftlichen Bereich gar nichts zu tun hat, nämlich mit der Frage der Rechtsstaatlichkeit von TTIP. Sie haben vielleicht schon gehört von dem sogenannten Investorenschutz, der Teil von TTIP sein soll, der letztlich dafür sorgen soll, dass Investoren nicht willkürlich enteignet werden. So jedenfalls die ursprüngliche Idee des Investorenschutzes, und die ganze Idee stammt daher, ist eine deutsche Idee, wie so viele gute und manche auch weniger gute Ideen, dass wenn Deutschland ein Freihandelsabkommen mit Burkina Faso abgeschlossen hat, dann hat man sich Gedanken gemacht über die Sicherheit deutscher Investitionen in Burkina Faso, was nachvollziehbar ist, weil die Rechtsstaatlichkeit dort eben auf tönernen Füßen steht und weil es da ganz schnell mal vorkommen kann, dass bei schlechter Laune des Präsidenten ein Unternehmen enteignet wird. Das Problem haben wir nun innerhalb der Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten von Amerika bei allen rechtsstaatlichen Defiziten, die es auch da gibt, mit Sicherheit nicht. Trotzdem soll es aber über staatliche Gerichte gehen. Und diese Gerichte sollen nun auf folgende Weise funktionieren. Sie sollen zunächst einmal nicht mit Richtern besetzt sein, sondern mit Anwälten. Und das ist ein Problem. Deswegen frage ich Sie, fänden Sie es eine gute Idee, wenn deutsche Gerichte in Zukunft nicht mehr mit Richtern, sondern mit Anwälten besetzt wären? Ich glaube nicht. Denn diese Anwälte hätten immer eins im Hinterkopf. Ist ein Beteiligter ein Unternehmen wie General Electric, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, was meine Kanzlei im letzten Jahr mit denen von Umsatz gemacht hat. Ist es Siemens? Ja, dann muss ich mir ähnliche Gedanken machen. Ist es aber die Firma Schneider und Söhne? Dann muss ich mir darüber überhaupt gar keine Gedanken machen. Ist auf der anderen Seite ein Staat wie die Vereinigten Staaten von Amerika oder die Bundesrepublik Deutschland, dann muss ich mir darüber auch Gedanken machen, denn Anwaltskanzleien haben inzwischen große Aufträge, auch von staatlicher Seite. Ist aber beispielsweise ein Staat wie Luxemburg oder Malta daran beteiligt, muss mich das nicht weiter kümmern. Sie sehen schon, Größe wird zum Argument, wenn Anwälte beteiligt sind. Und das ist ganz grundsätzlich nicht gut. Und deswegen plädiere ich sehr dafür, dass wenn man Schiedsgerichte installiert, dass man dann auch Berufsrichter dort zugange kommen lässt und nicht Anwälte. Das Zweite ist die Tatsache, dass es keine Berufungsinstanz geben soll.
Vor deutschen Gerichten können Sie in Berufung gehen, sobald es sich um einen Streitwert von über 600 Euro handelt. Und das ist auch sinnvoll, weil Menschen nun mal irren und auch Richter sind Menschen. Und da ist es gut, wenn man mal jemanden zweiten drüber schauen lässt, wenn es wirklich um was geht. Und wenn wir über Hunderte von Millionen Euro reden, wenn wir über Milliardensummen reden, die möglicherweise der Steuerzahler dann bezahlen soll, dann könnte man darüber nachdenken, eine Berufungsinstanz zuzulassen. Und ich halte das für unbedingt notwendig. Und schließlich ein drittes Argument zu den Schiedsgerichten. Und das ist für mich das absolut schlagende Argument. Meine Damen und Herren, wie viele Rechtsstaaten kennen Sie, in denen Gerichtsverhandlungen nicht öffentlich stattfinden? Nicht einen einzigen. Es gibt keinen Rechtsstaat ohne öffentliche Gerichtsverhandlungen und das hat auch seinen Sinn. Denn die Öffentlichkeit ist die Garantie, dass am Ende nicht nur das richtige Ergebnis rauskommt, das kann die Öffentlichkeit gar nicht beurteilen möglicherweise, aber sie kann sehr wohl beurteilen, ob es ein rechtsstaatliches Verfahren gegeben hat. Ob es ein faires Verfahren gegeben hat. Und wenn es um Milliarden von Steuergeldern geht, dann kann man die Öffentlichkeit sehr wohl mal zulassen. Ich halte es aber auch für nicht ganz unproblematisch, dass man Investoren einen rechtlichen Zustand zusichert. Dass man ihnen zusichert, dass bestimmte Investitionskriterien rechtlich nicht angegriffen werden. Denn das führt dazu, dass beispielsweise bestimmte Umweltschutzstandards, wenn sie angehoben werden, natürlich unternehmerische Rechte beschneiden. Selbstverständlich ist das so. Aber meine Damen und Herren, kaum jemand von uns würde die Umweltstandards von vor 100 Jahren heute noch gerne haben. Und wir sind doch froh, dass wir uns fortentwickelt haben, auch wenn wir manchmal übers Ziel hinausgeschossen sind. Und die meisten von uns werden sich doch wohl auch in diesem Fall in den nächsten 100 Jahren gerne fortentwickeln wollen. Und ich würde mir ungern von einem amerikanischen Unternehmen sagen lassen, dass man diese Umweltschutzstandard jetzt nicht mehr anheben darf, weil das in seine unternehmerische Freiheit eingreift. Ich glaube, dass das Grundprinzip von Demokratie ist, dass man solche Dinge auch in Zukunft verändern darf, auch wenn das selbstverständlich immer bedeutet, dass der ein oder andere Unternehmer damit nicht glücklich ist. Dasselbe gilt für Arbeitnehmerrechte, das gilt für Verbraucherschutzstandards, das gilt für Datenschutz etc. All das kann immer Einfluss auf die Erwerbsaussichten von Unternehmen haben. Und das sollte nicht per se verboten sein, dass man an dieser Stelle nachjustiert. Und schließlich gibt es möglicherweise Rechte, die wir heute noch gar nicht im Kopf haben. Wer hätte sich schon vor 50 Jahren überhaupt über Datenschutz ernsthaft Gedanken gemacht, beispielsweise? Wir wissen noch gar nicht, ob wir möglicherweise bürgerliche Freiheiten in 50 Jahren von einer Seite bedroht sehen, die wir heute noch gar nicht erwarten, weil es die technischen Bedingungen dafür noch gar nicht gibt. Die aber möglicherweise in 50 Jahren es zu einer Notwendigkeit machen, Bürger durch Gesetze auch am Ende in ihren Rechten zu schützen. Und deshalb sehe ich es sehr kritisch, hier einen Deckel draufzuziehen auf die Standards, die wir jetzt haben. Der Staat neigt manchmal dazu, diese Standards über Gebühren zu überhöhen, ja. Aber das ist eine andere politische Frage. Die grundsätzliche Frage ist der Deutsche Bundestag am Ende noch in der Lage, frei darüber zu entscheiden, wie hoch diese Standards gesetzt sind? Oder entscheiden das amerikanische Unternehmer, die dann sagen, nein, dagegen klage ich. Und dazu will ich Ihnen ein kleines Beispiel nennen, nämlich ein Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und Uruguay, wo Folgendes passiert ist. Uruguay hat besonders scharfe Nichtraucherschutzgesetze erlassen und in der Schweiz hat der Tabakkonzern Philip Morris eine Niederlassung. Und der sah sich nun in seinen Rechten verletzt und hat Uruguay auf 2 Milliarden US-Dollar verklagt. Das ist für Uruguay
ein ziemlicher Schlag ins Kontor, wenn diese Klage durchgeht. Das sind nämlich ungefähr 4% des Bruttoinlandsproduktes. Das war gar nicht so entscheidend, wie der Prozess ausgeht. Das für sich genommen ist schon ein ziemlich dicker Hund. Aber versetzen Sie sich in die Lage eines Abgeordneten in Uruguay. Dem tritt, weil das Parlament in Uruguay darüber nachdenkt, den CO2-Ausstoß von Kraftfahrzeugen zu beschränken, eine unsinnige Maßnahme, die aber immerhin grundsätzlich das Recht eines Parlamentes ist, dem tritt nun ein Lobbyist entgegen, der sagt, naja, die Erwerbsaussichten der amerikanischen Automobilhersteller, die in der Schweiz alle eine Niederlassung haben, mindern sich um 10 Milliarden US-Dollar. Wir sehen uns in unseren Rechten verletzt. Also bitte ich Sie, dieses Gesetz hier nicht zu bestätigen. Nun, Sie bleiben ganz ruhig, denn Sie haben mehrere Gutachten, die Ihnen allen sagen, dass Sie das dürfen und dass das nicht gegen das Freihandelsabkommen verstößt. Der Lobbyist lächelt Sie kalt an und sagt, naja, aber ein gewisses Risiko haben Sie vor Gericht immer. 10% Chance auf Staatsbankrott, na? Und jetzt fangen Sie alle an nachzudenken. Diese kleine Chance, obwohl Sie sich im Recht wähnen, diese kleine Chance, dass das schief geht und dass am Ende Ihr Staat bankrott geht, die wird Sie nicht mehr ruhig schlafen lassen. Und die wird einige von Ihnen dazu veranlassen, bei der Abstimmung das Händchen an einer anderen Stelle zu heben als ursprünglich geplant. Und jetzt drehen wir das Ganze mal um. Ich bin der Geschäftsführer von Schneider und Söhne. Ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland. Ich sehe mich in meinen Rechten verletzt nach dem Abschluss von TTIP, komme also vor den amerikanischen Kongress und drohe mit einer Schadenersatzforderung von sage und schreibe 100.000 Euro. Das ist viel Geld für mich. Und ich lege ein juristisches Gutachten vor, aus dem hervorgeht, dass ich aber absolut sicher im Recht bin. Ja, sehen Sie, da lächeln Sie mich dann kalt an und sagen, Mensch, 100.000 Euro, meine Wähler wollen das aber, das Gesetz. Und für 100.000 Euro, wissen Sie, so günstig kann ich mir nie wieder Wahlen kaufen. Und im Übrigen wissen Sie, was Sie das Schiedsverfahren kostet. Im Schnitt rund 8 Millionen. Sie wissen, dass jede Partei das selbst bezahlt, in der Regel. Klagen Sie mal auf 100.000 Euro. Da fliege ich dann nach Hause, bin traurig und mache gar nichts. Sehen Sie, meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie das gleiche Gefühl wie ich. Größe wird zum demokratischen Argument. Die Drohung mit viel Geld wird zum Argument. Und wer nicht mit viel Geld drohen kann, ist hilflos, schutzlos, egal ob es TTIP gibt oder nicht. Jedenfalls, wenn man den Investorenschutz so aufzieht, wie er derzeit geplant ist. Und ich glaube, wir brauchen ihn am Ende gar nicht. Wir brauchen ihn deswegen nicht, weil die Amerikaner heute eigentlich nur deshalb auf den Investorenschutz bestehen, weil sie sagen, naja, ihr habt ja in der Europäischen Union auch Rumänien und Bulgarien und das sind keine Rechtsstaaten. Wo ich dann immer erwidere, naja, es waren die Amerikaner, die wahnsinnigen Druck auf die Europäische Union ausgeübt haben, dass Rumänien und Bulgarien unbedingt in die Europäische Union gehören, obwohl sie nicht den Kopenhagener Kriterien entsprachen, also viel zu früh aufgenommen worden sind, weil die Amerikaner gewisse Interessen hatten, die weniger mit der Wirtschaft zu tun hatten. Und von denselben Amerikanern sollen wir Europäer uns jetzt erklären lassen, naja, weil ihr die aufgenommen habt, müsst ihr jetzt den Investorenschutz akzeptieren. Ich glaube, dass das nicht notwendig ist. Wenn es überhaupt Rechtsstaaten auf der Welt gibt, dann findet man sie innerhalb der Europäischen Union, dann findet man sie in den USA. Und ich glaube, mit diesem Risiko können die Investoren heute leben und mit diesem Risiko sollten die Investoren auch zukünftig leben können.
Fragen gerne nachher zur Verfügung. Dann finden die Verhandlungen derzeit im Geheimen statt. Es sind keine Parlamentarier und damit niemand von ihren Vertretern in diese Verhandlungen einbezogen. Weder Vertreter des Bundestages noch Vertreter des Europäischen Parlaments. Die Europäische Kommission, gemeinsam mit Industrielobbyisten, verhandelt dieses Abkommen im Geheimen. Das ist doch eine Farce, meine Damen und Herren. Wir dürfen nachher Ja oder Nein sagen als Parlamentarier. Ja, das dürfen wir. Aber mitverhandeln dürfen wir nicht, sondern verhandeln tut Frau Malmström, eine schwedische Kommissarin, war neulich zu Gast bei uns in der Fraktion und sagte daraufhin, naja, der Investorenschutz hat ja keinen besonders guten Ruf unter der Bevölkerung. Wir müssen zusehen, dass wir den besser verkaufen. Sie sehen, die nimmt ihre Sorgen ernst. Aber meine Damen und Herren, ich glaube auch, dass bestimmte Dinge aus einem solchen Freihandelsabkommen herausverhandelt gehören. Bestimmte Themen sollten nicht rein ökonomischer Sichtweise unterliegen. Ich meine zum Beispiel die innere und die äußere Sicherheit. Wenn der Deutsche Bundestag darüber entscheidet, dass man ein Produkt für die Bundeswehr lieber in Deutschland kaufen möchte, obwohl es vielleicht nach ökonomischen Kriterien doch über aus den USA kommen sollte, dann ist das eine ganz grundsätzliche Frage der äußeren Sicherheit. Und kein Staat sollte sich darauf verlassen, dass im Fall der Fälle er immer noch so gute Beziehungen zu einem anderen Staat hat, dass das mit der Lieferung von Ersatzteilen und möglicherweise weiteren Produkten, die man in einem solchen Fall braucht, auch funktioniert. Und es ist eine strategische Entscheidung, die Wehrfähigkeit eines Staates auf dem eigenen Territorium sicherzustellen. Dasselbe gilt auch für die innere Sicherheit. Wenn wir zum Beispiel Software für deutsche Behörden einkaufen, dann können wir das nicht nur nach rein ökonomischen Kriterien machen. Denn wir ahnen, dass wenn wir ein chinesisches Produkt kaufen, wir möglicherweise eine chinesische Hintertür eingebaut bekommen. Wenn wir ein russisches Produkt kaufen, kriegen wir eine russische Hintertür. Und wenn wir ein amerikanisches Produkt kaufen, kriegen wir eine amerikanische Hintertür. Ich will aber keine Hintertür. Ich will nicht mal eine deutsche Hintertür am allerliebsten. Aber wenn schon Hintertür, dann ist mir die deutsche Hintertür lieber als die amerikanische. Kultur und Bildung. Auch das gehört aus diesem Freihandelsabkommen raus. Es gehört ausgenommen. Kultur und Bildung können wir nicht nur unter ökonomischen Kriterien uns ansehen, sondern da spielen andere Fragen eine Rolle. Ich will das nicht weiter ausbreiten. Ich denke, das versteht sich mehr oder weniger von selbst. Das Gleiche gilt für soziale Dienstleistungen. Krankenhäuser beispielsweise. Auch die kann man nicht nur unter dem Gesichtspunkt einer Ökonomisierung betrachten. Die sind schon ihrer Natur nach ökonomisch häufig nicht immer sinnvoll. Denn wenn wir das nur unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachten, dann können sie ab einem gewissen Alter schlicht überhaupt gar keine medizinische Versorgung mehr in Anspruch nehmen. Denn in dem Moment, wo sie in Rente gehen, lohnt sich das alles nicht mehr. Und da wollen wir bitteschön als Gesellschaft nicht hin, auch wenn das ökonomisch vielleicht sinnvoll wäre. Nicht alles, was ökonomisch sinnvoll ist, natürliche Monopole, auch so ein Punkt, ich rede über Infrastruktur. Natürliche Monopole sind zum Beispiel Straßen. Sie haben nur eine Straße, auf die Sie von Ihrem Grundstück rausfahren. Sie haben auch nur einen Wasseranschluss, Sie haben nur einen Stromanschluss. Ich rede über die Netze, ich rede nicht über die Herstellung von Strom, die Herstellung von Wasser. Ich rede über die Netze. Natürliche Monopole, die zu privatisieren, ist immer auch mit Problemen behaftet, weil sie aus einem staatlichen Monopol
ein privates Monopol machen. Und daran können Sie auch nichts ändern, es sei denn, Sie wollen 3, 4, 5 Wasseranschlüsse haben. Aber dann wird es ökonomisch langsam völlig unsinnig. Das heißt, wenn Sie das privatisieren, haben Sie als nächstes unmittelbar die staatliche Regulierungsbehörde. Das heißt, Sie machen aus einem staatlichen Monopol ein privates Monopol mit einer staatlichen Regulierungsbehörde. Sie merken schon, Sie haben unmittelbar sofort mehr Markt, mehr Wettbewerb. Wenn Sie ganz genau zugehört haben, haben Sie den Sarkasmus bei mir auch noch mit erkannt. Es kann Sinn ergeben, solche Netze phasenweise, sprich für einen bestimmten Zeitraum zu privatisieren. Sprich den Betrieb und die Instandhaltung beispielsweise für 5 Jahre in private Hände zu geben, auszuschreiben, weil das noch wettbewerblichen Grundsätzen folgt. Das kann Sinn ergeben, weil der Staat an der Stelle eben nicht sehr effizient ist. Aber es grundsätzlich aus der Hand zu geben, das halte ich für unsinnig und es dient ganz sicher nicht dem Markt. Ja, meine Damen und Herren, das sind alles Themen, von denen wir noch sehen werden, was davon am Ende in TTIP drinsteht und wie es geregelt ist. Gleichwohl warne ich aber schon heute vor TTIP. Und zwar deshalb, weil es, wenn man abwartet, was da drinsteht, um sich dann eine Meinung zu machen und das dann öffentlich zu transportieren, möglicherweise dann Widerstand zu organisieren, weil es dann längst zu spät ist. Dieses Vertragswerk wird vorgelegt werden und wird durchgepeitscht werden durch die Parlamente. Widerstand dagegen zu organisieren, wird unmöglich sein, wenn man es jetzt nicht vorbereitet, wenn man nicht jetzt schon sagt, was am Ende ein No-Go wäre. Einen kleinen Erfolg sozusagen aus dem Moment darf ich Ihnen berichten. Wir haben also vor nicht allzu langer Zeit im Ausschuss, im Verfassungsausschuss zu TTIP beraten. Und dort eingebracht von der Kommission ist eben das ganze Thema der Schiedsgerichtsbarkeit worden, weil das eine verfassungsrechtliche Frage eben ist, die von diesem Ausschuss zu behandeln ist. Und die eigentliche Ausschussmehrheit, insbesondere die Konservativen, hatten das mit den Liberalen vorangetrieben, hatten dort ein Papier vorgesehen, was letztlich völlig unkritisch die Schiedsgerichtsbarkeit mit dem Investitionsschutz durchwinken wollte. Die Schiedsgerichtsbarkeit, also unter Geheimhaltung, hinter verschlossenen Türen, mit Anwälten besetzt, ohne Berufungsinstanz etc. pp. Wir haben dann am Morgen dieser Abstimmung in dem Ausschuss eine ziemlich breite Koalition organisiert, die den Investorenschutz abgelehnt hat und für den Fall, dass er eben doch kommt und dass die Schiedsgerichte kommen, verlangt, dass diese 3 Elemente, Berufsrichter, Berufungsinstanz und offene öffentliche Verhandlungen, gewährleistet ist. Wir haben das an dem Morgen in einer sehr breiten Koalition einen zweiten Antrag eingereicht, der dann eine Mehrheit gefunden hat mit 12-11 Stimmen, das war knapp genug. Und damit geht ein Signal an die Kommission, dass diese Frage im Parlament nach wie vor hoch umstritten ist. Was mich aber erstaunt hat, ist die Reaktion der Liberalen und der Konservativen auf diese Abstimmung. Denn man sollte meinen, dass es für niemanden eine Zumutung ist, dass verlangt wird, dass Schiedsgerichte mit Berufsrichtern versehen werden, mit einer Berufungsinstanz und mit öffentlichen Verhandlungen. Herr Brok ist ausgerastet. Ausgerastet.
Macht nichts, ich habe mir keine Sorgen bereitet. Ich habe herzhaft gelacht, glauben Sie mir. Aber die Reaktion war trotzdem interessant. Der Mann hat für 5 Minuten den Saal verlassen, hat seine Mitarbeiter beschimpft, hat eine Parlamentskollegin ziemlich heftig am Arm gegriffen und durchgeschüttelt. Wissen Sie, da fragt man sich, was treibt diese Menschen? Was ist denn so dramatisch daran, dass jemand eine Veränderung an der Schiedsgerichtsbarkeit wünscht? Der war völlig außer sich, als dann der Investorenschutz komplett abgelehnt wurde in einer zweiten Abstimmung. Aber es zeigt, was da eigentlich geplant ist. Denn jemand, der so viel Rechtsstaatlichkeit bei TTIP nicht zulassen will, entlarvt sich selbst. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist Teil der Aufgabe, die auch die AfD hat. Nicht nur auf Genmais und Chlorhühnchen hinzuweisen und die Tatsache, dass Schwarzwälder Schinken demnächst auch aus Kentucky kommen kann und dass wir in Niedersachsen original texanisches Rindfleisch erzeugen können, das alles ist auch vorgesehen. Das ist alles sicherlich auch kritisch zu beäugen, man kann das gut oder schlecht finden. Aber die wirklichen Probleme, die lauern ganz woanders. Und da geht es wirklich ans Eingemachte. Da geht es um die Frage, organisieren wir das rechtsstaatlich, organisieren wir das demokratisch und sorgen wir dafür, dass am Ende nicht Gremien, die vorgesehen sind, die überstaatlich agieren, die in der Öffentlichkeit nicht auftauchen, die letztlich aber TTIP als Living Agreement, als lebenden Vertrag neu justieren, ohne dass die Parlamente ausreichend Kontrolle darüber erhalten. Das wird unsere Demokratie verändern, wenn das, was befürchtet wird, auch kommt. Und das müssen wir jetzt als Aufklärung betreiben, damit es nicht kommt. Und dabei will ich es auch bewenden lassen. Wir haben Ihre Geduld arg strapaziert. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben sollten, dann stehen wir beide dafür zur Verfügung.